Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Neuköllnerinnen, liebe Neuköllner, der Feierabendfunk ist wieder da für euch aus dem Gesundheitsamt Neukölln. Heute haben wir ein Thema, und zwar die Reiserückkehrer bzw. Reisen. Da haben wir zwei Gäste, die haben sich quasi aufgedrängt. Den einen Gast hatten wir schon mal, Marie-Christine, eine Fallermittlerin. Heute dazu gekommen Angelika, auch eine Fallermittlerin aus dem Reiserückkehrerteam. Ja, sag mal, aber Serkan, ja, Reisen, wo fährst du hin über Ostern? Gar nicht, ich bleibe zu Hause und ich bin mir auch mit dem Begriff Reiserückkehr auch gar nicht mehr so richtig sicher. Ich glaube, die Leute, die jetzt verreisen, ja, da sind wir ganz froh, wenn die erstmal nicht zurückkommen. Also ist, glaube ich, so ein One-Way-Ticket. Also Reiserückkehrer in 2 Wochen, mal gucken. Ich glaube, da machen wir die Mauern dicht und dann bleiben die alle. Bleiben die draußen. Bleiben die draußen. Ja. Ich habe gelesen, sie sollen einen Test vorher machen, bevor sie einreisen. Aber wenn der dann positiv ist, dann sind sie auf jeden Fall 2 Wochen noch. Also ich würde sagen, Sonderurlaub, positiv, negativ, Hotel. Irgendwas dazwischen, ihr bleibt erstmal draußen. Ja, genau. So. Bis die Lage sich beruhigt. Das ist hat, so ja. Strafe. Strafe für Egoismus. Sonnenegoismus, wie auch immer man das benennen will. Sonnenegoismus gefällt mir. Nee, das war ein bisschen platt. Na gut, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, was gibt's Neues? Warum? Also erstmal, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Das haben wir schon mal gehört. Das haben wir schon mal gehört. Nee, genau, also wir dachten einfach, wir sind eben zwei Fallbearbeiterinnen eigentlich aus den normalen, sage ich mal, Teams, die sich mit positiven Bürgerinnen und Bürgern befassen, aber gleichzeitig eben auch, weil das Thema so wichtig ist, eben im Reiserückkehrer-Team auch als Fallbearbeiterinnen unterstützen. Genau, und jetzt gerade ist das einfach ein sehr relevantes Thema. Es war immer relevant, glaube ich, aber jetzt die Menschen sind, sage ich jetzt mal, müde, viele drängen auf Öffnungen. Andere Länder, muss man ja leider sagen, sind auch sehr gut mit den Impfungen, sodass da irgendwann dann auch die Inzidenzzahl sehr niedrig sein wird. In Deutschland sagt man ja super, dann kann ich da ja hinreisen. Dann ändert sich das wieder. Also das ist einfach ein sehr aktuelles Thema jetzt gerade, auch natürlich zu Ostern, kurz vor den Osterferien. Und deshalb dachten wir, ist das vielleicht auch ein schönes Thema jetzt gerade für Fragen im Podcast, weil es da bestimmt ein paar brennende gibt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Was dürfen wir denn zurzeit eigentlich? Wohin dürfen wir? Also grundsätzlich dürfen wir eigentlich fast überall hin. Es ist nur so, wenn man aus einem Risiko- oder Inzidenzgebiet zurückkommt, dann gelten natürlich besondere Regeln. Ja, also man muss sich schon bewusst sein, sobald man die Grenze übertritt und man war im Urlaub oder man hat eine Reise wegen einem bestimmten Grund vorgenommen, dann ist es schon so, dann gelten Quarantäneregeln und man sollte sich auf jeden Fall davor erstmal eingehend informieren. Da gibt es ja jetzt diese Virusvariantengebiete, ja. Dann gibt es die Hochinzidenzgebiete, ja, und die Risikogebiete. Richtig. Was ist denn da der Unterschied? Ja, wir haben grundsätzlich die Risikogebiete, da besteht einfach das höhere Risiko einer Ansteckung. Ja, dann haben wir die Hochinzidenzgebiete, da liegt die Inzidenz, wie man schon sagt, sehr, sehr hoch. Ja, besteht also ein noch höheres Risiko. Und dann haben wir die Variantengebiete, in denen eben die Variante so verbreitet ist, dass sie zu diesem Gebiet erklärt worden sind. Und da kann man, glaube ich, auch gleich mal sagen, da ist es schwierig, hinzureisen und eine Ausnahme hinterzukriegen. Da geht man grundsätzlich einfach in Quarantäne. Ja, aber wir sind ja selber inzwischen Virusvariantengebiet oder sollten wir sein, ja, eigentlich mit unseren Inzidenzen und der Verbreitung der britischen Variante. Das macht da eigentlich dann nichts mehr, oder? Wenn ich nach Großbritannien reise und dann wieder zurück. Ja gut, aber jeder Infektionsherd mehr macht ja exponentiell mehrere Infektionsherde aus und somit auch eine längere Kette. Von daher ist es schon maßgeblich, dass wir darauf auch hinweisen. Okay. Ja, und Großbritannien, muss man tatsächlich sagen, ist auch seit dem 21. März Großbritannien und Irland, was ja eines der ersten Virusvariantengebiete war, weil da eben die britische Variante entdeckt wurde, ist tatsächlich gar kein Virusvariantengebiet mehr. Also laut RKI-Einstufung und den damit einhergehenden Regelungen bezüglich der Quarantäne eben. Das ist ganz spannend. Aber ja, es ist natürlich auch so, weil wir natürlich auch immer mal wieder diskutieren, naja, jetzt sind hier die Varianten verbreitet, wir haben eine sehr hohe Inzidenz, dann reist man in ein Land, wo vielleicht zahlenmäßig die Inzidenz sogar niedriger ist als in Deutschland, warum muss ich denn dann in Quarantäne? Und da muss man einfach zu sagen, wenn man ins Ausland reist, aus welchen Gründen auch immer, man hat dann einfach einen anderen Kreis, in dem man sich bewegt. Ja. Ne? Wir sind hier, man ist zu Hause, man hat einen bestimmten Kreis, Familie, Freunde, die man immer sieht, wenn man ins Ausland geht, ist das einfach dem Umstand geschuldet, dass man woanders ist, ist das ein anderer Kreis und demnach auch wieder ein anderes Risiko. Ne? Ich kann da auch nicht so ganz genau sagen, wie sind denn die Hygieneregeln da, jedes Land hat auch andere Vorschriften und da haben wir jetzt, sage ich mal, als
Neuköllner Bezirksamt oder in Deutschland haben wir ja gar keinen Einfluss drauf, was andere Länder machen mit den Hygieneregeln. Und da müssen wir uns einfach ein bisschen absichern, indem wir sagen, na gut, ihr könnt ins Ausland reisen, aber wenn ihr zurückkommt, dann müsst ihr leider ein paar Tage abwarten, damit wir uns da ein bisschen absichern können, dass ihr da nicht, muss man ja leider sagen, vielleicht sogar auch wieder andere Varianten mitbringt. Ne? Das kann ja auch sein. Ja. Und abgesehen davon ist es ja nicht so, dass man immer sagen kann, okay, bei der Einreise, man bringt es nur mit. Nee, es besteht auch die Möglichkeit, dass wir es mit rausnehmen. So, es macht nicht an der Grenze Halt und entscheidet sich dafür, dann nicht in den Urlaub zu wollen. Richtig, es macht nicht an der Grenze Halt. Das ist eine gute Aussage. Ja. Ich denke bei Reise immer an die Leute, die sich ihr Bäuchlein in der Sonne bräunen wollen. Aber das ist ja gar nicht immer so. Es gibt ja auch Menschen, die müssen ins Ausland reisen, weil sie zum Beispiel Angehörige haben, die Hilfe brauchen und so. Wie ist denn, gibt es denn da Sonderregelungen? Es gibt spezielle Ausnahmetatbestände, gerade wenn es um den Besuch von Verwandten ersten und zweiten Grades geht. Das schauen wir uns aber auch nochmal ganz explizit an und schauen dann auch, was für ein Gebiet ist es, wie lange sind die da, ist es wirklich Verwandtschaft ersten oder zweiten Grades und dann kann entsprechend des Sachverhalts, wenn alle Dinge gegeben sind und alle Voraussetzungen gegeben sind, können wir eine Ausnahme erlassen. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Grundsätzlich bedeutet aber auch, dass es da Ausnahmen gibt. Und es wird dann von uns eben nochmal angeguckt. Wir prüfen das und erlassen das dann eben oder nicht. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wir weisen immer ganz dringlichst darauf hin. Egal was passiert und auch wenn jemand unter den Ausnahmetatbestand fällt, bitte nutzt die Tests, die wir einmal pro Woche haben. Bitte testet euch trotzdem testen. Bitte geht trotzdem vorsorglich, wenn es geht, separiert euch, geht in häusliche Quarantäne und startet nicht gleich wieder in euren Alltag. Mhm. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Okay. Genau, man muss dazu auch sagen, was ich auch spannend fand, bevor ich mich mit dem Reiserückkehrer-Thema befasst hatte, mir gar nicht so klar war, dass man redet ja immer von der Quarantänepflicht. Es gibt aber tatsächlich für Ein- oder Rückreisen, sagt man dann auch, es sind ja nicht nur Reiserückkehrer, sondern auch Leute, die eben hier Urlaub machen wollen. Und es gibt eben drei Pflichten. Das ist einmal die Anmeldepflicht. Das hat man bestimmt schon mal gehört, wenn man geflogen ist. Es gibt so eine Webseite, einreiseanmeldung.de. Das muss eigentlich, muss man sagen, wirklich fast jeder, der kommt oder wegreist und wieder zurückkommt, machen. Dann gibt es die Testpflicht. Ne? Das müssen auch die meisten Leute machen. Das heißt, man zeigt, Achtung hier, ich war zwar im Ausland, aber ich habe einen Test gemacht, ich bin negativ. Und dann die dritte Pflicht, eben diese Quarantänepflicht. Und je nachdem, bei den ersten beiden Pflichten gibt es sehr, sehr wenig Ausnahmen und dann bei der Quarantänepflicht eben ganz bestimmte. In der Regel sagen wir aber auch jedem, wenn ihr könnt, geht auf jeden Fall in Quarantäne, denn das hilft uns am meisten. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt einfach daran, dass wir zwei verschiedene Verordnungen haben. Hm. Wir haben einmal eine Corona-Einreiseverordnung, die wird vom Bund gemacht, dann haben wir einmal die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und da steht es natürlich nicht drin. Das heißt, jeder Reisende muss sich davor an zwei Stellen informieren und das ist, glaube ich, oft die Schwierigkeit dabei. Ja, und man muss einfach auch sagen, dass die Quarantäneregelungen der Ränder, also die bleiben davon einfach unberührt im Ernstfall. Mhm. Ja, also auch wenn ich sage, okay, ich habe mir das jetzt alles durchgelesen, kann es schon immer noch sein, dass da ein Gesundheitsamt sitzt, sich das ganz genau anguckt und sagt, funktioniert aber jetzt leider nicht so. Ja. Ist es denn in Berlin einheitlich geregelt oder ist es da zwischen den Bezirken auch unterschiedlich? Ja, es gibt eine, eben was Marie-Christine eben schon sagte, es gibt eine Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für das Land Berlin und das ist natürlich für jeden Bezirk gleich. Also, ja. Okay, da herrscht also keine Verwirrung. Naja, dass keine Verwirrung herrscht, das will ich nicht sagen. Ja, das darf man gar nicht erwarten. Aber dafür gibt es ja euch, ne, dass man sich dann da melden kann. Das ist ein guter Punkt, genau. Ja. Also deshalb, es gibt, und man muss ja auch dazu sagen, das sind Verordnungen, das heißt, das sind, korrigiere mich gerne, aber das sind juristische Schriftstücke. Und nicht jeder Bürger oder jede Bürgerin ist der juristischen, sage ich mal, Sprache mächtig. Und dann gucke ich da rein und lese dann, ach, das ist das und das, ja, das passt ja. Und dann ist aber, wie das eben so ist, ne, und deshalb brauchen wir ja auch Anwälte und Anwältinnen, dass da doch noch irgendwo ein kleines Wort steht oder ein Satz, sodass ich eben dann doch leider in Quarantäne muss. Und deshalb sitzen wir eben ja auch hier, gucken uns das alles ganz genau an. Wie ist denn der Sachverhalt? Was ist denn jetzt der Grund für Ihre Aus- oder Einreise? Und sagen dann, das passt oder das passt nicht. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man sich nochmal vorher informiert und nicht einfach denkt, na, das passt schon. Ja, was bedeutet das überhaupt, was da drin steht? Das ist eben unser Problem. Das, was da drin steht, bedeutet oder hat bestimmte Definitionen. Und oft ist es so, dass da einfach Begriffe sind, die sind klar definiert. Ja, und für einen Außenstehenden und für einen reisenden Bürger, der
hat natürlich, Kenntnis möchte ich nicht sagen, aber es ist natürlich schwierig zu wissen, was bedeutet denn überhaupt das, was da jetzt da drin benannt ist. Absolut. Es hat eine bestimmte Definition, falle ich überhaupt unter diese Definition? Und das ist unsere Aufgabe und deswegen gehen wir sehr pfleglich mit dieser Schutzverordnung um. Sehr, ja. Ja, toll, dass ihr hier seid, dass ihr uns das nochmal erklärt und den Menschen da draußen auch, so kurz vor Ostern. Vielleicht eine Frage, wie erreicht man euch denn, wenn ich jetzt so eine Spezialfrage habe? Also wenn ich jetzt nach Mallorca will, ist es, glaube ich, relativ einfach momentan. Wenn ich aber irgendwie, sagen wir mal, meine alte gebrechliche Tante in Polen, Dubai. Tschechien, was auch immer, Dubai, ja. Dubai ist, glaube ich, frei von allen, ne, aktuell. Ja, also Doha, Katar ist zum Beispiel ist ein Risikogebiet. Okay, aber wenn ich jetzt da mal hin muss, weil ich jemanden pflegen muss beispielsweise, ja, wie erreiche ich euch, um meine Frage an euch zu richten? Genau, also am besten, und da muss man sagen, normalerweise ist ja immer schön ein Anruf, aber gerade das ist das, bei solchen Sachen ganz wichtig ist, dass der Sachverhalt ganz klar benannt ist. Gerne eine E-Mail schreiben, gerne auch mit ein bisschen Vorlauf, weil es kommt gerade sehr viel. Und zwar ist die E-Mail-Adresse recht einfach, reise@bezirksamt-neukölln.de, das Ö ein OE, sonst aber alles niemand spricht. Und da dann gerne schreiben, hallo, ich bin Peter, ich möchte gerne meine Tante in Polen besuchen, für an dem und dem Datum reise ich aus, dann zurück. Das, also alles, was man weiß am besten, und dann können wir das sofort auch relativ schnell bearbeiten. Das ist uns am liebsten und wir versuchen auch wirklich sehr schnell Sachen zu beantworten. Ja, je genauer, desto prüfbarer der Sachverhalt. Okay. Genau. Ja, also generell ist es so, wir arbeiten ja jeden Tag auch mit Anfragen. Ich würde jetzt sagen, der Großteil der Bürger ist sehr aufmerksam, informiert sich vorher, sagt, fragt danach, weil sie alles richtig machen wollen. Und dann gibt es natürlich auch mal eine kleine Handvoll Leute, die dann sagen, ja, ich habe ja, es gibt ja hier diesen Ausnahmetatbestand und das habe ich ja jetzt gemacht und deshalb kann ich jetzt machen, was ich will, muss nicht in Quarantäne. Und waren dann aber, haben zwar augenscheinlich das gemacht, was in dieser Ausnahme beschrieben wird, haben dann aber noch 20.000 Freunde getroffen und haben rum irgendwie eher Urlaub gemacht. Und das sind natürlich so Fälle, wo man einfach ganz klar sagen muss, klar, die haben es gelesen und sagen, ich muss nicht in Quarantäne. Und da möchten wir einfach oder versuchen dann auch immer an die Vernunft zu appellieren und sagen, naja, schauen Sie, wir sind in einer Pandemie. Wir versuchen alles Mögliche, um weitere Infektionen zu vermeiden. Wir wollen niemandem den Urlaub madig machen. Wir wollen niemanden irgendwie einsperren in Anführungszeichen. Es geht uns nur darum, Infektionen zu minimieren oder überhaupt, dass sie gar nicht passieren. Und da gehört eben die Einreise oder die Quarantäne nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet dazu. Und deshalb appellieren wir wirklich da auch an die Leute, dass sie doch bitte das mit einplanen. Man kann ja ins Risikogebiet fahren und man kann sich auch in den meisten Risikogebieten nach 5 Tagen raustesten, dass man das mit einplant. Aber empfehlen tun wir das nicht. Reisen empfehlen wir gerade nicht. Ja, was wir empfehlen, die Reise empfehlen wir also nicht, klar. Also empfehlen tun wir das nicht. Gerade touristische Angelegenheiten sind jetzt nicht so. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind nicht dazu da, um Nein zu sagen. Ja. Ja. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es zu prüfen, ob jemand unter einen Ausnahmetatbestand fällt. Und wenn das gegeben ist, dann muss man auch gar keine Angst davor haben, denn es gibt einfach legitime Gründe, dass man einfach ins Ausland muss oder aus dem Ausland zurückreist. Das ist schon so. Ja. Da sind wir auch ganz lieb. Was wir aber empfehlen, ist, die Maske zu tragen, die Maske auch über der Nase zu tragen, Abstand zu halten, schön zu lüften. Die Hygienekonzepte, die wir schon seit einem Jahr haben, die können wir nur wiederholen, gebetsmühlenartig. Die neue Variante ist ansteckender. Ja. Bitte tragt eure Maske. Das muss man auch sagen, in allen Verordnungen steht auch immer dran, bei Beachtung von Hygienemaßnahmen etc. Also steht eigentlich immer überall drin, denn auch alle Ausnahmen, die es gibt, sind natürlich immer unter der Prämisse, dass wir alle unser Möglichstes tun, um Ansteckung zu verhindern. Und eben, wie Christine schon sagte, Masken tragen, Abstand halten, richtig, lüften vor allen Dingen sehr wichtig. Geht ja bald auch wieder ohne Schmerz, weil es wärmer wird. Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, dass ihr uns aufgeklärt habt. Ich weiß jetzt deutlich mehr als vorher über das Thema Reiserückkehrer und oder Reise überhaupt. Und ja, dann schließen wir damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und jetzt macht man den Fernsehapparat aus. Ne? Genau. Das ist mit Peter lustig.